muss der feststellen, oh, da ist ein Fahrzeug, ich mache aus. Okay. Zweiter Punkt ist, vor dir ist ein Fahrzeug. Also das heißt, das rote Rückfahrlicht. Sieht er das, sollte er ausgehen. Und der dritte Punkt ist, wenn es perfekt ist, wenn man in geschlossene Ortschaften reinfährt, ist er sowieso verboten, mit Fernlicht in geschlossene Ortschaften reinzufahren. Also muss er auch ausgehen. Alles das hat der 7er BMW gemacht. Man ist in die Ortschaft reingefahren und das ist ohne Scheiß. Wenn da das Ortsschild ist, das Ding ist ausgegangen. Über GPS, keine Ahnung, wie das geregelt ist, der hat sein Fernlicht ausgeschaltet. In 1 Kilometer Entfernung fährt ein Fahrzeug mit Rückleuchte, ist eingeschaltet, das Rückfahrlicht ist ausgegangen. Ein Auto kommt, das Ding ist ausgegangen. Wenn da jetzt ein Schild ist und mein eigenes Fahrlicht reflektiert in dem Schild, ist es nicht ausgegangen. Wenn da eine Straßenlaterne ist, also ihr müsst euch das vorstellen, das muss man ja richtig kalibrieren, das ist nicht so einfach. Ihr fahrt jetzt auf der Straße und da ist jetzt von mir aus eine Ampel, die rot leuchtet. Oder da ist eine Wohnung oder ein Haus, wo ein Licht eingeschaltet ist. Oder eine Straßenlaterne, die leuchtet. Das Fernlicht ist nicht ausgegangen. Ich weiß nicht, wie das BMW hingekriegt hat. Und das auch noch in so einem frühen Zeitraum, also das Fahrzeug. Der 7er BMW, also dieses F02 Modell, F02 ist die Langversion, F01 ist die normale Version. Dieser 7er BMW, der ist auf den Markt gekommen 2008, vor 13 Jahren. Vor 13 Jahren. Und der hat diese Technik schon drin gehabt. Meine war nicht so alt, 2010, 2011. Ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich ihn verkauft habe. Aber der hat es schon gehabt. Das Ding hat astrein funktioniert. Rückfahrkamera und so weiter. Alles perfekt funktioniert. 360 Grad Ansicht. Der hat eine mitlenkende Hinterachse gehabt. Und eine Wankstabilisation. Ihr seid mit dem Auto gefahren. Das Auto ist 257 gefahren laut Tacho. Ihr seid mit dem Auto 257 gefahren mit einer Hand. Ohne dass da die Hand nass geschwitzt ist. Niemand im Fahrzeug. Ihr wisst ja, wenn ihr über 200 fahrt und eure Beifahrer sitzen in der Karre drin, sagen sie, fahr langsam und haben Schiss und was weiß ich was alles, halten sich überall fest und schreien die ganze Zeit rum. Auch wenn die Straßenkerzen gerade, spielt ja keine Rolle. In dem Auto, da könnt ihr eure Mutter mitnehmen. Ist egal, wen ihr mitnehmt, egal wie alt, Frau, Mann, spielt alles keine Rolle. Die haben nicht mitbekommen, dass das Auto 250 fährt. Man hat sich da normal unterhalten, man hat diese Doppelverglasung gehabt. Das Auto war ultra lang, 5,21 Meter lang. Doppelverglasung gehabt, man hat nichts gemerkt. Man ist in die Kurven reingegangen durch diese Wankstabilisation und durch diese mitlenkende Hinterachse. Das Ding ist gefahren auch wie ein Go-Kart. Also wenn wir Österreich Berge hochgefahren sind, gigantisch, wie ein Go-Kart. Und kein Hin und Her schwanken, nix. Das Auto ist einfach gefahren, also das war wirklich mein geilstes Auto, was ich bisher hatte. Und ich hatte einige Autos, wo andere sagen würden, oh, das würde ich auch gerne mal haben. M3 Cabrio, SL, ja, X5 haben wir jahrelang. Ich habe den E53er X5 gehabt, mit fetten, schönen 22 Zoll Felgen. Damals, das Auto war, ich habe es 2005 gekauft, weil unsere Kinder, wir haben die Kindersitze, wir brauchten ein Fahrzeug, wo man 3 Kindersitze hinten reinbekommt und 2 Kinderwegen, ein Zwillingskinderwagen und einen normalen Kinderwagen. Und es gab nichts. Es gab den A6, der war aber vom Kofferraum, der Kombi war zu klein. Zu dem Zeitpunkt gab es keinen Cayenne, da gab es keinen Touareg, da gab es keinen Q7, da gab es nur den X5 und den ML. Das waren die einzigen 2 SUVs, zumindest aus Deutschland. Und ich habe einige echte gute Autos gehabt, aber der 7er BMW, das war die Granate von allen. S90, A5, Cabrio, der Tesla und so weiter, das ist alles gegenüber dem 7er BMW, ist das alles nix. Ja, wo war ich stehen geblieben? Da am Blitzer wieder. Beim Fernlichtassistent, ach, das habe ich ja schon erzählt, ich weiß nicht mehr, ist ja auch egal. Also wir sind aus Stuttgart raus, wir fahren jetzt Richtung Leonberg,
geile Strecke hier. Da kommen nachher so Kurven. Da darf man nur 60 fahren. Ich fahre da immer schneller wie 60. Deswegen machen wir da auch die Kamera aus. Aber geile Strecke. Aber ich zeig's euch. Ach, scheiß drauf. Ich zeig's euch, die Strecke. Da wurde ich auch von der Polizei angehalten. Das ist so eine Strecke, die gern von Motorradfahrern genutzt wird, sagen wir mal. Und deswegen auch die Polizei dort. Passieren halt auch viele leider traurige Dinge mit Unfällen. Und als Motorradfahrer hört man es ja nicht so gern, aber Unfälle mit Verletzten und teilweise auch Toten. An alle, die da draußen sind und Motorrad fahren, genießt es, aber versucht diesen Gashahn, diese rechte Hand, ein bisschen im Zaum zu halten. Übertreibt es nicht, fahrt vorausschauend. Meine Empfehlung an euch: Die Maschinen sind höllisch schnell geworden und im besten Fall kann man mit 20 Jahren eine Maschine mit 200 PS fahren oder annähernd 200 PS. Das Ding ist, es sind unglaubliche Beschleunigungen und Geschwindigkeiten, die man da erreichen kann. Deswegen fahrt vorsichtig. Das Leben kann so schnell vorbei sein. Das Leben, euer eigenes Leben ist eine Sache. Es gibt ja noch den anderen Verkehrsteil oder die anderen Verkehrsteilnehmer, die man auch gefährdet. Das ist die andere Sache. Aber wenn ihr das alles nicht für wichtig erachtet, kann ja auch sein, ihr habt auch noch Angehörige, Familie, vielleicht seid ihr auch schon verheiratet, habt Kinder, Eltern, Onkels, Tanten, Neffen, Cousinen, was weiß ich, man hat ja ziemlich viel. Und wenn einem etwas zustößt, sind viele, viele Menschen traurig. Deswegen, wenn ihr nicht auf euch Rücksicht nehmt und nicht auf die Verkehrsteilnehmer, wenn ihr sagt, scheißegal, da wird schon nichts passieren, keine Ahnung. Wenn halt euch was tatsächlich zustoßen sollte, dann sind da noch andere mit involviert. Vergesst es nicht. Ich will euch nicht den Spaß am Fahren oder sowas verderben. Motorradfahren. Viele sagen, oh je, ist voll gefährlich und so. Ich sage euch, wenn ihr vorsichtig fahrt, so wie ich jetzt fahre, guck mal, ich fahre jetzt 52, 60 ist erlaubt. Wenn ich hier mit 60 fahre, dass ich hier einen tödlichen Unfall erleiden kann. Also die Chance ist für mich sehr, sehr gering. Wenn ich mit dem Fahrrad fahre, und es gibt viele Fahrradfahrer, die fahren mit dem Fahrrad hier auf der Landstraße, auf der rechten Spur mit 20 km/h, 25, 30 km/h, die sind für mich gefährdeter wie ich als Motorradfahrer. Vorausgesetzt, und das ist das Wichtigste, vorausgesetzt, ihr haltet euch an die Geschwindigkeitsbeschränkungen. Wenn ihr natürlich hier mit 200 brettert oder 250 brettert, hier haben sie mich angehalten, die Polizisten. Ich sag nicht das andere Wort, hier rechts. Wenn ihr hier mit 200 fahrt, brettert und die 200 hat die Maschine ja in weniger wie 10 Sekunden erreicht, dann kann alles Mögliche passieren. Als ich beim Kawa-Händler war, da war eine Maschine wegen dem Reifen, als ich dort war, hat einer mit so einem Ameise die Maschine auf eine Europalette in so einen Bus eingeladen. Die, so eine Maschine wollt ihr gar nicht sehen. Die Bremsscheibe hat es zerfetzt. Also die Maschine war zerfetzt komplett, der Block alles gerissen. Da haben Kräfte gewirkt und das ist alles aus Metall, gell? Das ist ja nicht aus Fleisch und Knochen, so wie wir. Ich will nicht wissen, was aus dem Fahrer der Maschine geworden ist. Also ich gehe davon aus, dass der das nicht überlebt hat. Und die Maschine hat irgendjemand von dem Carver-Händler als Schrott mitgenommen. Keine Ahnung, was die damit gemacht haben. Interessiert mich auch nicht. Was ich euch damit sagen möchte ist, fahrt vorsichtig. Seid cool, fahrt vorsichtig. Ihr könnt auch hin und wieder natürlich es laufen lassen. Aber so, dass euch, euren Mitmenschen, euren Verwandten und Bekannten
nichts widerfährt. Es macht einen riesen Spaß Motorradfahren, ich weiß. Es macht auch riesen Spaß zu heizen. Ich gehöre auch zu denen. Ich fahre auch gern schnell. Ich fahre gern in die Kurven schnell rein. Ich habe zwar immer noch Angst, also so, dass ich sage, oh je. Bin letztens dreien hinterher gefahren. Also, nee. Ah, ich sage, komm, lass die fahren, lass die ziehen. Bin dann in gesitterter Weise normal weitergefahren. Gut, ich mache hier Schluss. Hier geht es Richtung Markstadt jetzt. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao. Vergesst noch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, bitte. Würde mich riesig freuen darüber. Ciao, ciao.